Studium, da sind viele Klarstellungen hineingekommen. Sicherlich ist es so, dass ein Schulentwicklungsplan eigentlich vor einer Standortfrage kommen sollte. Das, denke ich, ist sicherlich unstreitig. Es ist sicherlich, wie Herr Dette sagte, möglicherweise handwerklich nicht ganz gut gelaufen, dass dieses Standortgutachten so in die Öffentlichkeit hineinkam und einen Charakter bekommen hat, der tatsächlich vor, ja, wie nennt man das, Einstufungen vorgenommen hat, die nicht sinnvoll sind. Sicher ist es aber auf der anderen Seite auch, dass die Finanzen ein Thema sind, dass die Demografie ein Thema ist. Und ich will mich den drei Vorrednern, die links von der Frau Geisler aus meiner Sicht sitzen, unmittelbar anschließen. Wir müssen all dies bedenken und dann schauen, wie wir eine Schulentwicklungsplanung für die Stadt Wetzlar bezogen auf die weiterführenden Schulen hinbekommen. Und ich glaube, diese Parkthematik, die ist irgendwo aus sonst woher gegriffen worden. Wir haben das jedenfalls nicht diskutiert von grüner Seite in dieser Form. Vielen Dank. Was holen. Das haben Sie ja eben sehr schön erwähnt, dass in einer anderen Schule diese Schüler nicht geschult werden. Also jetzt gerade das Thema Steinschule ist ja eine Situation gewesen, als dieses Mittelstufengymnasium eingerichtet worden ist, hat ja die CDU im Landtag noch nicht beschlossen gehabt, dass eine G8-Beschulung in den Sekundarstufen 1 durchgeführt werden soll. Damals hatte der Kreis unter der Annahme, dass dies eine positive Entscheidung für Eltern darstellt, nämlich ein Mittelstufengymnasium anzubieten hier in der Region, diese Schulform geschaffen. Wenn jetzt durch landespolitische Entscheidungen, nämlich die Einführung von G8, dieses Angebot von Gymnasien eben zum Problem für Eltern wird und sie sich dann andere Schulen, nämlich kooperative Gesamtschulen aussuchen, das konnte man bei der Einrichtung der Steinschule noch nicht ahnen. Es sei denn, der Herr Omer hätte es schon gewusst. Die andere Frage, die ich im Verlauf der Diskussion mir stelle, mir gefällt eigentlich eine Stadtteilschule besonders gut, von der Idee her. Was mich ein bisschen irritiert ist, wenn, Herr Busse ist ja heute Abend auch hier, Bosse ist ja heute Abend auch hier, wenn die Profilbildung bei Sek 1-Schulen dazu führt, dass sozusagen die Schülerströme aus den Stadtteilen in verschiedene Schulen gezogen werden. Das war ja damals von Seiten der Grünen auch ein Argument gegen die Bildung eines Mittelstufengymnasiums. Jetzt scheint mir die Diskussion in eine Richtung zu laufen, dass auch Eichendorf gar nicht mehr Schule für den Stadtteil nur sein will, sondern eine besondere Schule in diesem Stadtteil sein will. Und dies gilt ja offensichtlich auch für andere Schulen in der Region. Von Bebel als integrierte Gesamtschule, Aslar, Kästner, das sind ja die Beispiele dafür. Und deswegen würde ich gerne verstehen, wie diese Art von Profilbildung eigentlich zu diesem Wir sind Schule für einen Stadtteil und zwar für alle in diesem Stadtteil gelten soll. Sie sagen ja, Herr Ludwig, dass die erste Hauptschulklasse jetzt in diesem Schuljahr wieder gebildet werden konnte, also die erste fünfte Hauptschulklasse. Ja, in diesem Jahr wieder nicht, also im letzten Jahr hatten wir es gar nicht. Im letzten Jahr. Gut. Die Frage, die sich mir stellt, wo gehen diese Schüler hin? Warum finden sie an dieser Schule nicht auch ein gutes pädagogisches Angebot oder warum glauben die Eltern, ein gutes pädagogisches Angebot hier nicht zu finden? Das wäre doch sozusagen eine komplette Stadtteilschule. Als einen möglichen Standort für den Neubau einer Schule, Käthe Kollwitz oder Theodor Heuss, auch den Europapark zwischen der Lessingstraße und dem Volbertshäuser Straße quasi zur Disposition gestellt und hat sich in einem ganzen Abschnitt damit beschäftigt, dass dort eine Schule hinging. Überhaupt völlig verkennend, dass diese Fläche seitens der Stadt zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form zur Disposition hätte stehen können. Also das zeigt, wie gut dieses Gutachten, also eigentlich ein schlechtes Gutachten.